So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe jetzt die letzten Tage 4 verschiedene Henslers Pizzen getestet, die 5 Tage unterwegs waren, Freitag bis Dienstag geliefert von Bierschanga. Was für eine krasse Aktion, eine gefährliche Aktion auch, da kann man sich schön den Magen verderben. Ich habe die letzte gerade verputzt. Die Videos habe ich versucht zeitgleich online zu bringen, was ihr nicht gesehen habt. Direkt nach den Videos hatte ich so einen Dosch, dass ich schnell was trinken wollte. Das heißt, ich habe mir mein Ernesto-Glas geholt, habe noch so einen Tabasco-Mund und habe mir aus dem Kühlschrank jetzt diese 2 Dosen Dr. Pepper rausgeholt. Und das ist eigentlich genau das gleiche, obwohl es komplett anders aussieht, weil das eine ist mit Zucker und das andere ist ohne Zucker. Aber müsste genau die gleiche Sorte sein. Genau, wieso halte ich es nicht so vorne hin? Das passt doch viel besser. Ich habe das immer neben mir und man erkennt gar nichts, aber das muss ja hier in die Szene gesetzt werden. So, das ist die normale Dr. Pepper Strawberries and Cream Cola. Ja, ist das dann Cola? Ja, Dr. Pepper ist ja Cola. Ist es eine Erdbeer-Cola oder ist Strawberries Cream, ist das dann eine Erdbeer-Limonade? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie man das handeln muss. Steht auch nichts drauf. Dr. Pepper Strawberries and Cream. Sieht auf jeden Fall cool aus. Es gibt ja auch irgendwie eine Coconut-Sorte. Die fand der Scheinuck so super. Die habe ich aber noch nicht gesehen. Strawberries and Cream. Machen wir mal auf. Probieren mal kurz einen Schluck aus der Dose direkt. Erdbeercreme. Schön gekühlt aus dem Kühlschrank, denn ich habe jetzt wirklich Durst. Und ja, das ist eine Cola. Du hast diese typische Dr. Pepper Note, aber der Abgang ist anders. Erdbeercreme, es schmeckt nicht fruchtig erdbeerig, es schmeckt halt wirklich erdbeersahnig, wie diese Campino Bonbons. Also es ist eine Cola mit Erdbeer Campino Geschmack. Wenn wir das jetzt mal hier einfüllen, seht ihr das auch. So sieht das aus. Lass mal dem Muttertier noch einen Schluck drin, dass sie auch mal probieren kann. Und die zweite, die wir hier haben, mit 0 Kalorien, die andere hat 150 Kalorien, die hier hat 0 Kalorien. Das müsste ja jetzt exakt genau das gleiche sein. Dr. Pepper, Strawberries in Cream, aber Zero Sugar. Und eigentlich hätte man die zuerst testen müssen und dann gucken, ob nach dem wenig Geschmack viel Geschmack kommt. Weil wenn wir jetzt eine Zuckerschnude haben, dann funktioniert das doch gar nicht mehr, wenn wir jetzt was anderes testen. Es fällt halt auf, hier ist die Erdbeer riesengroß drauf und hier ist die Erdbeer so klein und dezent. Jetzt machen wir das auch mal auf. Strawberries Cream Zero Sugar. Also, wenn ihr nicht den ganzen Tag Strawberry Cream Dr. Pepper trinkt, von früh bis abend 10 Liter, dann sagt bestimmt keiner was, wenn ihr euch die mit Zucker mal gönnt zu einem besonderen Anlass und sagt, die möchte ich jetzt mal genießen, eisgekühlt, dann schmeckt die auch gut. Da ist Zucker drin, okay, aber ich kann absolut nicht nachvollziehen, wer freiwillig die Dr. Pepper Strawberry Cream Zero Sugar kauft, denn da ist von dem Geschmack gefühlt einfach gar nichts mehr da. Das ist ein Unterschied wirklich wie Tag und Nacht. Da werde ich zum Golem, wenn ich das schmecke. Das ist total, boah, kann ich nicht nachvollziehen. Ist schade, dass ich das jetzt hier reinfüllen muss. Das heißt, das brauche ich die Mama auch nicht probieren lassen, weil das ist eh Rotz. Da tun wir uns lieber hier noch einen Gefallen, indem wir die Dose leer kriegen, dadurch, dass wir sie mit der anderen gemischt haben. Also die Dose sieht wirklich schön aus. Die andere Dose sieht auch super aus, ja, aber die ist irgendwie auffälliger. Aber es schmeckt halt wirklich komplett gar nicht. Es hat vor allem erstmal so einen extrem wässrigen Touch. Richtig wie Wasser mit Kohlensäure. Dann brennt so ein Bitzels auf einmal auf der Zunge und dann ganz am Ende kommt irgendwie so ein babbiger Nachgeschmack, der dir den Geschmack eigentlich darstellen soll. Und bei dem anderen hast du direkt beim Trinken in jedem Schluck, in jeder Perle, hast du diesen Strawberry Cream Dr. Pepper Geschmack. Das ist für mich also auf jeden Fall eindeutig, wenn man mal was trinken möchte, dann lieber das als das. Ja, ernährt euch gesund, achtet auf den Körper, bla bla bla, macht Sport und so weiter, rasiert euch den Bart, aber das muss nicht sein. Da trinke ich, wie gesagt, da trinke ich lieber einfach nur Wasser.
Bevor ich Strawberry Cream Zero Sugar trinke, trinke ich einfach lieber nur Wasser. Da brauchst du nicht so eine blöde Dose. Jetzt trinken wir das noch aus, mal gucken, ob es dann wieder burbt. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich sehe, das Glas ist beschlagen, die war wirklich schön gekühlt, eiskalt, aber bitte kein Zero Sugar. Kennt ihr die Sorten? Schreibt es mal rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.